September 2019 in der Bayerischen Botschaft in Brüssel. Der Bezirk Oberpfalz und der Bezirk Pilsen stellen gemeinsam ihre seit 30 Jahren gewachsene Zusammenarbeit und ihre Region mitten im Herzen Europas vor. Auch im Zentrum der Europäischen Union soll bekannt werden, wie intensiv der europäische Gedanke an der ehemaligen Grenze gelebt wird. Herbst 1989 an der bayerisch-böhmischen Grenze. Der eiserne Vorhang wird ähnlich der Berliner Mauer immer löchriger. Deutsche und Tschechen können sich erstmals wieder treffen. Nach der jahrzehntelangen Trennung ist die Neugier auf beiden Seiten von Anfang an riesengroß. Beiderseits der Grenze gehen die Menschen in all den Jahren aufeinander zu. Politiker, Vereine, Privatleute, sie alle gehen in die Offensive, arbeiten zusammen. Gemeinsame Wanderungen, gemeinsame Sportveranstaltungen, Städtepartnerschaften, die Vielfalt ist groß in Bayern und Böhmen, die Grenze stört nicht mehr. Auch die Kultur auf beiden Seiten schafft es, die Menschen zu verbinden, man lernt sich immer besser kennen. Und die Entwicklung geht stetig weiter, wie hier in Waldmünchen. Im Juli 2019 eröffnet das grenzübergreifende Nordic Aktivzentrum. Freizeitsportler und Profis trainieren hier gemeinsam. Ich komme aus dieser Region. Ich wohne in Postřekov, das ist neben die Grenze, 8 Kilometer. Ich trainiere hier sehr oft, aber sehr oft. Im August 2019 feiern die Gemeinden Lotschim und Arrach bei einem bayerisch-böhmischen Trachtentreffen ihre 10-jährige Partnerschaft. Mittlerweile sind wir dicke Freunde alle miteinander. Ich habe gerade gesehen, was da los ist bei uns. Ne? Auch auf Behördenebene ist die Zusammenarbeit heute so intensiv wie nie zuvor. 2018 läuft im Landkreis Cham die größte grenzübergreifende Katastrophenschutzübung in der Geschichte des Landkreises. Sanitäter, Feuerwehrmänner und Polizisten bekämpfen gemeinsam einen simulierten Waldbrand. Und sie retten bei einem schweren Busunfall Verletzte. Die neue Freiheit ohne Grenze. Die Menschen genießen sie auf beiden Seiten. Wir haben in Deutschland viele Freunde, wir haben viele Städte schon besucht und so weiter. Aber überall, wo wir hinkommen, das sind alle freundliche Leute. Und die möchten auch nur nach vorne sehen, nicht nach hinten. Das, was passiert ist, ist passiert. Aber wir müssen jetzt im Frieden leben, Europa. Und ich glaube, dass wir einig sind, mindestens in dieser Weite, wo die Politiker es sagen. Ja? Die Politiker. Wir sind wie Nachbarn, ohne Probleme hier mit Deutschen. Ein gemeinsamer deutsch-tschechischer Auftritt in Brüssel, also nur eine logische Konsequenz der intensiv gelebten Nachbarschaft zwischen der Oberpfalz und dem Bezirk Pilsen.